Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Airbrush TV. Und heute testen wir einen Kompressor. Ihr wisst, normalerweise sind Kompressoren eins der wichtigen Komponenten beim Airbrushen und auch meistens das teure vom ganzen Spiel. Und normalerweise ist es so, dass man halt sich wünscht, ach, jetzt vielleicht, der Schlauch ist zu kurz oder wieso gibt es nicht Wireless Air, dass man direkt die Luft aus dem Airbrush-Gerät sprühen könnte. Und das gibt es jetzt, vielleicht auch schon eine Weile auf dem Markt, aber ich habe einen Kompressor entdeckt, der sieht so aus, und zwar von der Firma Ribo, der MeToo Airbrush Kompressor. Und der ist also quasi kabellos und man kann das Airbrush-Gerät halt so schön anfassen und der Kompressor ist dann direkt in der Hand. Das ist also auch relativ bequem und man kann sofort lossprühen zu arbeiten. Und das ist natürlich richtig, richtig cool. Natürlich kann man jetzt von so einem kleinen Kompressor nicht die Barzahl erwarten, die man sonst vielleicht bei seinem heimischen Ölkolbenkompressor zum Beispiel hat. Aber das Neuere hier ist daran, man kann bis zu 1,7 Bar Leistung erwarten. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht für viele Anwendungen, die man halt machen kann. Also sei es Tortengestaltung, man kann machen Modellbaubemalung vielleicht und vor allem auch Make-up ist ganz interessant oder mal ein Airbrush-Tattoo aufsprühen und da ist man nicht gebunden an einem Kompressorschlauch, sondern kann direkt dorthin gehen und das hantieren, wie man möchte. So, wir gucken uns also in den nächsten Minuten einmal den Ribo MeToo Airbrush-Kompressor an und ja, nicht vergessen, Airbrush TV wird euch natürlich präsentiert vom Airbrush Step-by-Step Magazin. Und jetzt geht's endlich los mit dieser, sag ich mal, Weltneuheit mit dem Ribo Wireless Air Kompressor. Und Film ab! Ja, der Kompressor von MeToo kommt in so einer schwarzen Schachtel daher. Und die sieht natürlich ganz schick aus. Und wenn man die Packung öffnet, sieht man, da wird auch ein Airbrush-Gerät mitgeliefert. Und ja, das Gerät hat dann hier einen abschraubbaren Becher. Und das ist der Kompressor. Klein, leicht und schwarz und nicht vergessen, darunter befindet sich noch ein USB-Ladekabel für den Kompressor. Das Ganze funktioniert so, dass man das eine Ende, also den USB-C-Anschluss, dann direkt in den Kompressor reinsteckt und die andere Seite dann letztendlich in einen USB-Ladeadapter. Das hat man meistens von einem Smartphone ja noch zu Hause liegen. So, also den Stecker in Strom und dann hier nochmal gezeigt in den Kompressor rein. Und dann gibt es so eine Ladelampe, die leuchtet dann auf und der Kompressor benötigt ungefähr 90 Minuten für die volle Aufladung und kann dann ungefähr 1 bis 2 Stunden betrieben werden. Das beiliegende Airbrush-Gerät kann man dann aufschrauben, das passt also auch hier hervorragend. Und den Becher noch draufschrauben. Vorne seht ihr dann nochmal so eine Nadelschutzkappe für den Transport. Und wenn man dann ein bisschen Farbe oder Flüssigkeit eingefüllt hat und drückt den Hebel runter, dann startet der Kompressor automatisch. Und wenn man den Hebel wieder komplett loslässt, dann geht auch der Kompressor aus. Also das ist also äußerst praktisch, um halt auch nicht ständig so einen Dauerläuferkompressor zu haben. Ja, dann testen wir das Ganze mal mit einer handelsüblichen Acrylfarbe. Ich habe hier die Procolor von Hansa mit einem bisschen Wasseranteil und da sieht man, dass das also hier eigentlich ganz gut klappt und auch ganz feine Punkte gesprüht werden können. Und ja, es kommt natürlich da auf die Mischung drauf an. Man sollte also schon ein bisschen Flüssigkeit oder Reducer mit hinzufügen. Sonst ist das Spritzbild ein bisschen grober. Aber man kann also auch äußerst fein damit arbeiten. Ich habe das Ganze jetzt hier nochmal mit einem Createx Illustration Colors und mit einem High Performance Reducer gemischt. Und auch da sieht man, dass das hier unproblematisch funktioniert. Und ja, wenn man halt das Ganze nicht ganz so stark mit einem Reducer mischt, dann wird es ein bisschen sprenkeliger. So, dann haben wir hier einmal Lebensmittelfarbe, die ist also von Haus aus schon sehr, sehr fein und da sieht man halt, dass gerade bei solchen Anwendungen ein schlauchloser Kompressor hervorragend funktioniert. Der Kompressor hat 1,7 Bar Arbeitsdruck bei einer Leistung von 8 Liter die Minute.
Ja, und ihr seht, also das Spritzbild ist prima und ich kann also auch hier ohne Probleme frei Hand auf dem Zucker arbeiten. Ja, neben klassischen Illustrationen kann man natürlich halt auch sehr gut Make-up mitmachen oder hier auch zu sehen im Modellbaubereich. Und da ist halt auch das Gewicht des Kompressors kein Problem. Das liegt also gut in der Hand. Und ich habe jetzt hier die Nahtschutzkappe abgenommen. Da kommt man also auch ein bisschen dichter dran an seine Figuren. Und da muss man halt einfach mal schauen, dass man mit dem Reducer das dementsprechend reduziert und trotzdem eine gute Haftung hat. Und dann kann man also hier auch sehr fein auf kleine Figurenbereiche damit agieren und hat dann also auch nicht das Problem, dass dann der Kompressorschlauch irgendwie stört. Und das Gute ist natürlich, man kann halt ortsungebunden arbeiten, im Urlaub einfach mal den Kompressor mitnehmen und seinem Airbrush-Gerät und kann dann halt seine Sachen und Motive bemalen. Sehr schön auch an Stellen, wo man halt sehr schlecht halt mit dem Kompressor hinkommt, zum Beispiel vielleicht an einem Bild, was an der Wand hängt, um halt Ausbesserungen halt an seiner Leinwand vorzunehmen. Der Kompressor kann natürlich auch andere Airbrush-Geräte angeschlossen bekommen. Zu nennen wären da einige der Iwata-Geräte und halt auch viele No-Name-Geräte. Wir warten hier natürlich noch sehnsüchtig auf einen Adapter für weitere Hersteller. Ja, den Kompressor gibt es für ungefähr 50 Euro. Weitere Informationen natürlich auf der Webseite von sinoairbrush.com. Wir haben den Kompressor gesehen bei www.spraygunner.com. So, dann bleibt nur zu sagen, weiterhin viel Spaß beim Airbrushen, euer Roger Hassler.